ihre Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben eine Schleuder. Die brauchst du nicht. Servus Leute, herzlich willkommen zurück. Heute geht's weiter mit A Plague Tale: Innocence, Kapitel Nummer 6. Bei der letzten Folge wurden wir getrennt von unserem Bruder Hugo und dem Lehrling, dem Lukas. Und die beiden Banditen bzw. Plünderer haben mir jetzt hier aus dem Käfig rausgeholfen. Und dann wollen wir schauen, dass wir heute unseren Bruder und den Lukas vielleicht auch wieder ausfindig machen können. Wir schauen jetzt mal gerade, wo die Plünderer ist. Klingt so blöd, weil sie uns ja eigentlich geholfen hat, sie so zu nennen, aber wir schauen mal, wo sie uns hinführen wird. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Die Flaschen da? Nein, dann versperrt er uns den Weg. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Er ist also dein Bruder. Wissen wir, wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann er. Sie und ihr Bruder helfen uns. Hugo ist allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Wir hatten den beiden ja auch geholfen zu entkommen. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen. Siehst du das da? Das macht nicht genug Lärm. Das Feuerbecken ist aus Metall. Nein, sie würden uns den Weg versperren. Wir haben andere Probleme. Das war's mit den Sperren. Ja, gut. Mach dich bereit. Gut gemacht, Arthur. Dann los. Pass auf die Flaschen auf. Was war das? Oh Mist. Ich glaube, man hat uns gesehen. Vorsicht! Ja, das ist wie immer in dem Spiel. Sobald du einmal entdeckt worden bist, ein Schlag und du bist fertig. Stecken die Valois dahinter, oder was? Nein. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den... Wir müssen den Weg freiräumen. ...gestorben sein. Das war's mit den Sperren. Ja, gut. Mach dich bereit. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. König Edmund... Gut gemacht, Arthur. Dann los. Pass auf die Flaschen auf. Ja, diesmal sind wir besser durchgekommen. Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer ewigen Quasselei. Sie schießen auf einen. Auf einen Toten. Machen mich noch. Ja. Höher. So läuft das im Krieg. Und so erteilt man einem Valois eine Lektion. Hast du gestern unten ist gut. Erwischt? Ja, aber das war keine große Sache. Diese Holzköpfe stürmen einfach blind drauf los. Los! Märtyrer sterben. Helden in funkelnder Rüstung. Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack, nichts leichter als das. Vorsicht! Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Guyen gehört endlich wieder zu England. Ach ja? Dann sieh dich draußen mal um. Die Pike, da, nein. Wir müssen da drüben lang. Um sie zu vertreiben. Was ist damit? Das Zelt ist im Weg. Da, der Topf. Ja, gut gesehen. Die kleine Teufel. Und wenn sie dich erwischen, dann gute Nacht. Du denkst dir da... Jetzt nach links. Sei bloß vorsichtig. Wir brauchen dich lebend. Da war nichts. Ja, verstanden. Was für ein Gefangener bringt so eine hohe Belohnung? Kinder von Valois. Der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Rouen. Der Ritter vom Baum.
Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Mal sehen. Das und das. Gar nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Ja, warum denn nicht? Wärst du so freundlich? Hier, viel Spaß damit. Gut gemacht. Wie geht's weiter? Hier lang, komm schon. Ich passe hier nicht durch. Ich war falsch. Okay, ich weiß gerade nicht, was das Spiel von mir will. Ich passe hier scheinbar nicht durch oder ich mache irgendwas verkehrt. Bitte sei kein Bug. Also bis jetzt hatte ich hier noch gar keinen Bug in diesem Spiel. Das ist bisher absolut fehlerfrei. Meine Erfahrung. Aber hier komme ich jetzt tatsächlich nicht weiter, oder wie? Ich kann auch nicht weiter ran, als ob hier irgendwie was Unsichtbares im Weg ist. Kann ich außen rum? Nee, ist viel zu viel los. Ich muss hier durch. Leise, Kelly, nicht da lang, da sind zu viele von ihnen. Unglaublich, also ich habe jetzt weiß was ich wie lange, weil das so schade ist, wenn es jetzt nicht weitergehen würde. Was weiß ich, wie lange ich jetzt gerade nach einer Lösung gesucht habe. Das ist tatsächlich ein Bug hier in dem Spiel, dass man in dem Zelt festhängt. Ich hatte keine andere Wahl. Also ich habe aber im Internet nachgeschauen müssen. Da gibt es verschiedene Lösungsansätze von, ja, weil du die Items genommen hast, stell dich dahin und tapp aus dem Spiel raus, mach das Spiel wieder groß. Hier hat bei mir jetzt nicht geholfen. Was jetzt ganz simpel jetzt geholfen hat, ist einfach das WeSync einmal einzuschalten und dann bin ich ohne Probleme rausgekommen. Ich mache es jetzt wieder aus, aber ganz strange. Also mit WeSync, wenn jemand von euch da draußen so ein Problem hat, wie ich hier, dass du im Zelt stecken bleibst, einmal WeSync einschalten und wieder ausschalten, dann kommst du durch. Ganz strange, ganz strange. Wenigstens funktioniert's jetzt. Es wäre so schade gewesen, wenn ich das Spiel jetzt nicht weiter spielen kann. Hast du das gehört? Mist. Ja. Die Flaschen habe ich nicht gesehen. Oh Mann. Du bist verrückt. Aber jetzt. Hey.
Immer dasselbe. Oh, du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Das nenne ich mal eine riesige Gans. Einfach, dass du noch lebst. Die meisten. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit! Die Kleine ist entkommen! Ihr Käfig steht offen, alle suchen nach ihr! Scheiße! Verteilt euch! Achtet auf die Türen! Und bleibt wachsam! So ein Käfig öffnet sie nicht von allein! Da stecken sicher die Valois dahinter! Das ist unsere Chance! Ja, die haben den komplett allein gelassen. Was sagst du denn dazu? Die Zelte! Durchsuch die Zelte! Sie will nichts dazu sagen. Befreien wir ihn jetzt, oder? Folgt sie mir jetzt? Ein paar Männer rüber zum Ostwall! Hugo, ich bin hier! Amicia! Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein! Hol mich bitte hier raus! Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. Melly, übernimmst du? Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Zum Glück sind sie beschäftigt. Ein paar Männer rüber zum Ostwall! Melly, das Schloss. Kinderspiel. Sie sagten, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia! Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen. Ja, jetzt aber schnell weg hier. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Jetzt darf ich vorangehen. Soldaten, Bericht! Wow. Immer nicht. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Aufsperren! Teilt euch auf! Scheiße, das darf doch nicht wahr sein! Wir sind erledigt! Ja, die Frage ist, was ist der beste Weg? Welche drüben? Die Zelte, durchsuchen. War wohl doch nichts. Welche drüben durch die Zelte durch? Oder hinten rum? Hier vorbei, hinten rum. Ah, oh, der sieht uns gleich wieder. Gehen wir jetzt rüber zu den Zelten, hier ins hohe Gras. Hier kommen wir nicht durch. Ja, auch nicht. Hm.
hier gibt es nichts zu berichten. Was? Puh. Ich sehe nichts. Na los, sie kann doch nicht einfach weg sein. Oh je. Auch echt knifflig, ne? Ja, damit hat sie es wieder erledigt. Komm schnell! Ich brauche Hilfe! Amicia! Ja. Wir hatten ja noch das Pulver. Ich kann es vergessen. Ich kann halt nicht sehen. Hinter den Wagen gleich. Das hier der Ausgang. Boah. Geld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Amicia, dräng sie zurück! Oh, die Inquisition? Was zum Teufel habt ihr getan? Gar nichts. Wir haben nichts getan. Sie wollen Hugo. Los, lasst uns abhauen! Vorwärts! Ich dulde kein Versagen! Hier geht's raus, schnell! Weiterlaufen, Hugo! Folge Melly! Hoch, 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 hoch! Hör auf, wegzulaufen! Gib uns Hugo! Ich komme ja! Sie kommen hoch! Uns läuft die Zeit davon! Schnell! Verschlossen! Scheiße! Alles klar! Weiter! Was ist das? Hä? Das sind Eindringlinge! Ein paar Valois sind noch am Leben! Ich habe gerade einen kurzen Knall gehört. Alles klar! Weiter! Die Luke da! Das könnte unser Weg nach draußen sein! Eine Kette, Melly! Komm schon, komm schon! Brech die Tür auf! Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier! Ich kümmere mich um sie! Da draußen könnt ihr euch nirgendwo verstecken! Amicia, komm schnell! Wow, also wir haben unseren Bruder wiedergefunden und haben geschafft, das Lager zu verlassen. Jetzt kommt wieder der Teaser auf Kapitel 7, der Pfad vor uns. Was mit dem Lehrling Lukas jetzt ist, weiß ich jetzt leider nicht, ob wir den nochmal wiederfinden oder ob sich unsere Wege endgültig getrennt haben. Das wird sich noch herausstellen.
Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Ja, dann hat sich die Frage gerade beantwortet nach Lukas. Wir werden ihn am Chateau dann wieder treffen. Was mir übrigens gerade aufgefallen ist, dass Hugo und die Adern an seinem Hals langsam allmählich dunkler werden. Also das schreitet auch da voran, das Übel, das in ihm steckt. Muss ich euch daran erinnern, dass uns die Wachen im Nacken sitzen? Ja, geht da gleich weiter. Bleib cool. Sag mal, warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Ja, das schauen wir dann weiter im nächsten Video, wenn wir da Kapitel 7 spielen. Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Wenn die Inquisition hier eintritt, frag mich nicht um Hilfe. Ja, also wie gesagt, dann geht's weiter im nächsten Video mit Kapitel Nummer 7. Mal schauen wir, dass wir dann langsam allmählich zum Chateau kommen und Lukas dann wieder treffen. Ich hoffe, dann geht's bugfrei weiter. Das heute war... Ich war ganz kurz davor, wirklich hinzuschmeißen. Zum Glück konnten wir es fixen. Alles klar, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.